Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Heute nehme ich euch dabei mit bei der Sanierung, bei der Renovierung meiner Gartenterrasse. Meine Gartenterrasse ist jetzt 10 Jahre alt, die Oberfläche ist mit WPC-Dielen belegt, darunter befindet sich eine Konstruktion aus Douglasienholz und die gibt langsam den Geist auf. Die Terrasse hatte ich damals direkt hier im Garten aufgebaut, habe den Bereich gerade abgeschachtet und habe mit KG-Rohren ein Fundament gebaut. In diesem Fundament sind diese Querbalken aufgebracht, auf denen wiederum die Konterlattung liegt. Diese Konterlattung ist mittlerweile aber so spröde geworden, dass die Schrauben nacheinander aus der Verankerung herausgerissen sind. Das Ganze muss natürlich ersetzt werden, denn das macht einfach keinen Spaß mehr. Das ist auch ein Sicherheitsrisiko. Ich muss die Konterlattung und vielleicht auch unten drunter die großen Balken ersetzen. 10 Jahre sind für eine Holzkonstruktion durchaus eine ordentliche Zeit. Und ich bin wirklich zufrieden, insbesondere mit diesen WPC-Dielen. Hier einmal ordentlich das Ganze gereinigt und die sehen aus wie neu. Ein Video bzw. 2 Videos dazu habe ich bereits gemacht. Schaut mal oben in die Ecke, da verlinke ich euch das Ganze. Damit die Unterkonstruktion zukünftig langlebiger wird, denn ich habe nicht vor, alle 10 Jahre hier alles zu erneuern, werde ich das Ganze umbauen und hatte mir vor einigen Jahren schon entsprechende Aluprofile gekauft und bin nun endlich an dem Punkt, dass ich diese Profile einbauen kann. Um die einzubauen, muss natürlich erstmal der Rückbau erfolgen. Das heißt, ich werde jede Diele einzeln abnehmen, beiseite lagern und mir erstmal anschauen, wie die Unterkonstruktion tatsächlich ausschaut. Die Terrassendielen, die habe ich ab. Schauen wir uns mal an, wie die Unterkonstruktion tatsächlich ausschaut. Einige Bereiche sind an der Oberfläche zwar etwas aufgeweicht, auch in den Schraublöchern befindet sich Ablagerung Erde von den Asseln und dergleichen. Aber ich habe durchaus auch andere Bereiche, wie hier. Das Holz ist trocken, sehr, sehr trocken und dennoch hat sich hier vieles aufgelöst. Dieser Balken hier, den hat es am schwersten getroffen. Und wie man sehen kann, der ist komplett durch. Auch die Unterkonstruktion werde ich nun abschrauben, zurückbauen, dann werde ich mir die großen Balken anschauen und dann kann ich mich an die Planung machen, wie das Ganze grundhaft wieder neu aufgebaut werden mit meinen Aluprofilen, damit das Ganze doch länger als 10 Jahre halten kann. Und während ich jetzt hier weiterschraube, ist es für euch an der Zeit, einfach mal unter das Video zu schauen und mir ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren, sofern euch meine Arbeit bisher gefallen hat. Das würde mich riesig unterstützen, meinen Kanal voranbringen. Und wenn ihr wissen wollt, was ich hier alles verwende, welche Werkzeuge, welche Bauteile, auch da könnt ihr gerne mal unten in die Videobeschreibung schauen. Alles, was ich selber nutze, von dem ich überzeugt bin, das habe ich euch dort verlinkt. Mit dem Einkauf unterstützt ihr meinen Kanal, euer Preis bleibt aber der gleiche. Ich sage schon mal Danke an der Stelle und weiter geht's. Seit dem Rückbau meiner Terrasse sind nun wieder einige Wochen vergangen. Das Wetter hat einfach nicht mitgespielt, um die neuen Balken, die ich mittlerweile bekommen habe, vorzustreichen. Aber ihr seht, die Balken sind da, jede Menge davon, diesmal auch in einem größeren Maß als die vorhergehenden Balken, damit sie einfach ein wenig länger halten. Ich konnte diesmal kein Lärchenholz bekommen, der Markt ist einfach leer. Aus dem Grund habe ich auf heimische Douglasie zugegriffen. Wenn ich jetzt die Balken so verbauen würde, wie sie sind, roh
unbehandelt, würden diese Balken auch innerhalb einiger Jahre doch anfaulen, durchfaulen. Das bringt mir nichts. Ich möchte doch eine Terrasse haben, die ein wenig länger hält. Aus diesem Grund werde ich die Balken diesmal vorbehandeln, und zwar mit Leinöl Firnis. Leinöl ist ein Naturprodukt. Es wird aus den Leinsamen gewonnen, herausgepresst, eine Art Öl, und kann direkt auf das Holz aufgetragen werden. Dieses Öl saugt sich in das Holz hinein und versiegelt es sehr, sehr gut gegen Fäulnis, gegen Feuchtigkeit und alledem, was meine Terrasse erwarten wird. Normales Leinöl hat eine sehr, sehr lange Trocknungszeit, deswegen gibt es dazu noch ein Ersatzmittel, und zwar Leinöl Firnis. Da sind dann verschiedene Zusatzstoffe beigefügt, um die Trocknungszeit auf wenige Tage herunterzusetzen. Was mache ich jetzt? Ganz klar, ich werde die Balken für die Unterkonstruktion nun vorstreichen bzw. final streichen, damit ich endlich mit dem Bau weitermachen kann. Die großen Balken für die Unterkonstruktion, die habe ich fertig vorbereitet. Die können jetzt eingebaut werden. Ich kann die Balken nun in den Halterungen, die ich ja zuvor schon hatte, einfach wieder einlegen, festschrauben, mit einem entsprechenden Gefälle versehen, damit das Regenwasser später problemlos ablaufen kann. Aber es gibt noch eine Änderung. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, diese KG-Rohre haben eine Funktion, denn ich möchte den vorderen Bereich über dieser Gartenküche noch mit überdachen. Das Material, das ist schon da, da hinten liegt es, und ich benötige weitere Pfosten, die hier nach oben gebaut werden. Um die einzubetonieren, um die festzubekommen, werde ich diese KG-Rohre noch mit einbauen, werde sie mit Beton festmachen, und danach kann ich anfangen, die Dielen, die WPC-Terrassendielen, wieder auf der Konstruktion aufzubauen. Los geht's! Die schweren Douglasienbalken habe ich jetzt in den Ankern befestigt. Ich habe vorgebohrt, habe das Ganze mit 8er und 10er Holzbohrschrauben befestigt. Damit die Balken alle auf einer Höhe sind, habe ich hinten eine Spannschnur mir hingespannt, um die Balken alle auf einer Tiefe zu haben. Und die Balken haben ein Gefälle nach vorne weg, damit das Regenwasser ablaufen kann. Das Gefälle ist wunderbar, um das Holz vor Wasser zu schützen. Gleichzeitig hat es aber einen Nachteil, denn mein Gehbereich vor diesem Grill, der ist in Waage. Dieser Balken hat ein Gefälle. Das bedeutet, der Übergang wird später auf jeden Fall eine Kante haben. Ich weiß noch nicht, wie ich das endgültig löse. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare, wie man das Ganze schick und einfach lösen kann. Übrigens, wenn euch das Video bis hierher gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt, gebt mir an der Stelle einfach mal den Daumen nach oben. Würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert meinen Kanal und schaut doch mal an der Stelle gleich unter das Video. Dort habe ich euch die Produkte, die ich hier verwende, alle verlinkt. Wenn ihr das nachbauen wollt, bestellt über meine Links. Gleicher Preis für euch, eine kleine Provision für mich und meinen Kanal. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Dort findet ihr übrigens auch diese Profile. Diese Aluprofile sind meine Unterkonstruktion. Die habe ich als Palettenware bestellt. Die werde ich jetzt hier aufbringen. Es gibt spezielle Verbinderstücke, die werden dann ineinander hier reingelassen. Dann kann ich die Profile in der Länge miteinander verbinden, um auf meine Gesamtlänge zu kommen. Die WPC-Dielen habe ich mir aufgehoben. Ich habe die Reihenfolge markiert. Die werde ich wieder verwenden. Nach über 10 Jahren sind die wirklich noch sehr, sehr gut in Schuss. Da bin ich wirklich begeistert. War ein toller Kauf gewesen. Aber diese Dielen kann ich nicht mit dem alten Befestigungssystem an diesen Alu-Unterkonstruktionsleisten befestigen. Aus diesem Grund habe ich mir spezielle Verbindungsclips gekauft. Ihr seht, das Ganze ist wunderbar schön abgepackt.
Wir haben hier die Verbinder mit einem eigenen Clip dazu. Die Halteklammern, alles einzeln abgepackt, entsprechend der Größe, wie ich das Ganze bestellt habe. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, kann ich an der Stelle empfehlen. Ich hoffe, dass die Verarbeitung genauso gut funktioniert. Genug geschwätzt an der Stelle, ich werde jetzt die Profile auf die Balken aufbringen, werde sie entsprechend anpassen, befestigen und dann kann ich endlich meine WPC-Terrassendielen wieder draufschrauben. Ich habe meine Terrasse fertig abgekerchert. Sie ist nun sauber und sieht deutlich besser aus, als das vorher der Fall war. Einige Restflecken wie diese hier, die bekomme ich nicht mehr weg. Das kommt von meiner Hecke. Da müsste ich mit schwerem Gerät dran, mit schweren Chemikalien. Das möchte ich an dieser Stelle aber vermeiden. Was habe ich getan? Meine Terrasse ist nun fertig. Die Unterkonstruktion wurde komplett erneuert. Wenn ich jetzt hier doch etwas stärker herumhüpfe, ich merke deutlich weniger Schwingungen als vorher. Das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Ich habe meine Pfostenanker bereits eingebaut, denn im weiteren Vorlauf, im weiteren Arbeiten möchte ich hier noch eine Überdachung platzieren, damit dieser Bereich geschützt ist und auch auf der anderen Seite, wo die Mülltonnen stehen, möchte ich ebenfalls ein Dach haben. Das seht ihr übrigens im Folgevideo, also abonniert jetzt schon mal den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Die Seitenbegrenzung habe ich noch überstehen lassen, wie ihr hier sehen könnt, denn hier möchte ich einfach noch ein schönes, aber auch stabiles Geländer installieren. Wenn ihr Ideen habt, wie ich das Ganze hier machen kann, schickt mir doch einfach mal eine Info, schreibt mir unten in die Kommentare, was kann ich hier tun. Auf jeden Fall brauche ich Unterstützung von euch, was den Bereich jetzt hier an diesem Übergang angeht. Mein Ziel war es ja, ein Gefälle einzubauen, damit das Wasser kontinuierlich ablaufen kann. Leider Gottes habe ich dabei natürlich nicht berücksichtigt, dass dieser Bereich in Waage ist. Hier ein Gefälle, hier fast ebenerdig. Auf der anderen Seite sieht man sehr deutlich, dass ich doch hier eine kleine Kante habe. Das sind gut und gern 5 cm Überstand. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze lösen soll, um diese Stolperfalle hier zu vermeiden. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt mir unten in die Kommentare. Würde ich mich riesig drüber freuen. Da bin ich doch sehr, sehr aufgeschlossen. Wenn ihr mir sonst was sagen wollt zu meinem Bauprojekt, natürlich auch unten in die Kommentare einfach reinschreiben. Wenn ihr wissen wollt, was ich noch vorhabe, wie es mit dieser Überdachung weitergeht, mit meiner anderen Gartenküche und so weiter, dann abonniert den Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen hoch, würde mich riesig freuen. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt und die ähnlichen Bauprojekte hier vorhabt, schaut doch mal unter das Video in die Beschreibung. Alle Produkte, die ich hier verwende, habe ich dort verlinkt. Dort könnt ihr das Ganze bequem nachkaufen. Gleicher Preis für euch, eine kleine Provision für mich und meinen Kanal. Vielen Dank an der Stelle an euch, dass ihr mich unterstützt. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, wenn ich euch zeige, wie ich dieses Dach montiere. Da dürft ihr euch auch drauf freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.